Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum ersten Plenum des Jahres 2015 hier bei Frankenfernsehen. Nach den Klausuren und nach, wie man hört, erfrischenden Diskussionen zeigen sich die Abgeordneten heute wieder sozusagen mit Schlips. Und bereits unser erstes Thema tangiert einen Grundsatz. Die Aufsichts- und Kontrollgremien des privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also Fernsehen und Radio, müssen staatsfern besetzt werden. Ob das so ist, darüber gibt es Unstimmigkeiten. Wir haben ja momentan ein Drittel Besetzung maximal durch die Politik, ist es schon gegeben. Die Freien Wähler haben jetzt da einen Antrag diesbezüglich gestellt. Ich finde, der Antrag der Freien hilft uns überhaupt nicht weiter, weil das ist eine Situation, für mich eine reine Neiddiskussion, dass man dann einfach sagt, von jeder Partei soll einer drinnen sein. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum ZDF-Fernsehrat hat da schon einige Leitplanken gesetzt. Wir brauchen eine Begrenzung der staatsnahen Mitglieder. Das bedeutet nicht nur Abgeordnete, sondern auch hochrangige Politikerinnen und Politiker, auch wenn sie vielleicht von anderen Verbänden entsandt werden. Hier muss Klarheit herrschen. Hier brauchen wir auch eine Neuregelung, also für den Medienrat und für den Rundfunkrat, weil auch da diese Quoten, wenn man alles zusammensetzt, nicht eingehalten werden. Bei unserem zweiten Thema geht es um Pflege. Nach einer besseren Finanzierung der Ausbildung soll auch die Qualität der häuslichen Pflege erhöht und kontrolliert werden, damit das Pflegegeld auch den Alten zugutekommt. Ja, die Qualität sicherstellen, das ist natürlich ein großes Ziel, das man da hat. Man kann das auch bloß nach meiner Ansicht durch sporadische Überprüfungen immer wieder mal sicherstellen, wie denn überhaupt gepflegt wird. Da wird man um Überprüfungen trotzdem nicht rumkommen. Und insgesamt, sagen wir, haben wir jetzt durch die verschiedenen Gesetzesänderungen schon wesentlich mehr Geld in den Kassen, wo ich sage, es wird auch viel lukrativer für die Pflegenden, die Pflege überhaupt zu machen. Okay, lukrativ ist vielleicht trotzdem nur der falsche Ausdruck. Es wird auf jeden Fall interessanter. Man kommt damit schon ein Stück weiter. Und das war jetzt schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Die Ausbildung in der Pflege ist ein Thema, das wir in mehrfacher Hinsicht sicherlich angreifen müssen. Wir brauchen mehr Pflegemanagement in der stationären Einrichtung. Das bedeutet dort sicherlich auch eine Akademisierung der Pflege. Aber wir müssen auch unten ansetzen, dass wir diese Kluft zwischen Ehrenamtlichen, die sich so gut zu helfen wissen, wie es eben geht, im namentlich pflegende Angehörige und Professionellen schließen können. Das heißt für uns auch eine Ausbildungsoffensive für pflegende Angehörigen, die auf Wunsch qualifiziert werden, professionelle Unterstützung bekommen. Soweit die aktuellen Nachrichten und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag hier bei Frankenfernsehen. Liebe Zuschauer, wir sehen uns dann wieder in der kommenden Woche zu Plenum TV.